Willkommen zurück bei Let's Play Saboteur. Wir müssen die Veronique befreien, glaube ich. Und, ach, das ist sie ja schon. Okay. Hm. Wie komme ich da runter? Von da hinten? Ich brauche ein Auto. Gebt mir ein Auto. So, wir haben in der letzten Folge ja schon Telefonleitungen verwanzt. Souverän natürlich. Und jetzt müssen wir die Tankplattform infiltrieren, damit wir ein Fahrzeug bekommen. Wahrscheinlich ein Zeppelin. Da das ja eine Tankstation ist für Zeppeline und wir dann somit die Veronique befreien können. So, natürlich vorsichtig hier hinfahren. Meine Papiere sind in Ordnung. Ihre Reisepapiere? Die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Ja, ja. Sind ja auch von Santos. Okay, dann mal los. So, jetzt müsste ich hier um die Ecke fahren. Dann gibt's ja, natürlich, gibt's hier nicht weiter. Moment, Moment! Ich habe eine Idee. Diese Idee auch funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ach komm, wir fahren einfach durch. Ich hab jetzt überlegt, mich als Deutscher zu verkleiden, aber komm, wir fahren jetzt durch, das ist jetzt egal. Das geht schon irgendwie. So, hallo, halli, hallo. Das rote Zeug sollte eigentlich drin bleiben. Ups. So, und jetzt runter. Und auf die Tankplattform. Oh, da sehe ich schon wieder eine Terror-Truppeneinheit oder sowas. So, das heißt, ich muss gucken jetzt, wo... Ja, super. Hör auf damit, das tut weh. Au. Wo steht er denn? Okay. Ach, da. Da gibt's noch Schmuggelgut, sehe ich. Das hole ich mir natürlich. Hyman sagte, der Funkturm wäre ganz oben. Natürlich ist der Funkturm ganz oben. Was glaubst du denn? Wechseln zu Terror-Schrotflinte. Ich guck grad mal. Jawohl. So, das nehmen wir das ganze Zeug hier noch mit. Nein. Okay. So, läuft doch super. Perfekt. Wir haben jetzt schon einen Haufen Schmuggelgut dabei. Mann, irgendwas stimmt mit den Wänden nicht hier. Das ist doch... Das sieht nicht richtig aus. Okay, die Frage ist, wo geht's hoch? Müsste es doch irgendwo einen Eingang geben oder sowas. Von da bin ich rein. Vielleicht auf der Seite, ich weiß es nicht. Leute, wo geht's hier hoch?
Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt komm, du kommst doch da hoch. Komm sogar ich hoch. Naja, glaube ich eher nicht. Naja. Ach, da gibt's eine Treppe. Okay. Treppen sind gut. Treppen sind schön. Ah, da ist eine Leiter. Bin ich aber gespannt, was uns hier oben erwartet. Ich sehe schon einen Soldaten. Ups. Und ich sehe jemanden, der die ganze Zeit vorbeischießt. Hallihallo. So kann man es auch machen. Hä? Was? Von wo? Von da hinten. Nein, 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 nein. Schon dahin. Ah, was sind wir hier? Josef, hören Sie mich. Bin in Position. Gute Arbeit. Ich habe über den deutschen Kommandokanal falsche Befehle erteilt. Ein Zeppelin wurde zu Ihrer Position umgeleitet. Was ist der Plan? Sie müssen sich auf das Luftschiff schleichen. Es bringt Sie direkt über das Gefängnis. Ihre kranken Pläne bringen mich irgendwann nochmal um. Ist Ihnen das klar? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Aber das ist nicht zu ändern. Rufen Sie mich zurück, wenn Sie können. Schleichen? Schleichen ist keine gute Idee. Ach, da steht noch einer. Oh, da steht noch einer. Wow, du. Du Sack, du. Du Sack. Wo bin ich denn jetzt? Leute. Hört auf. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Funke Brian an. Nein, spring ich da auch noch runter. Ich Idiot. Super, ich bin halb tot. Aber Brian können wir noch anfunken. Oder die erschießen Veronique. Okay. Da reißen wir uns zusammen. Ich meine, wir werden hier von allen Ecken und Enden beschossen. Das kann nicht gut gehen. Leute. Besonders nicht mit mir. So, ich versteck mich. Den erwische ich nicht, oder? Ah, doch, okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Geh nach Notre Dame. Ach, der bringt uns da jetzt hin. Ach, das ist ja perfekt. So, derweil können wir uns ein bisschen Paris angucken. Schön, hallo. Junger Mann. So, ich guck gerade, wo Notre Dame ist. Ist das? Nein, das ist da. Da ist Notre Dame. Ja, ganz schön gemacht eigentlich. Da hinten ist die Kirche von dem Typen. Da ist noch ein Soldat. Ihr kriegt mich nie. Ich sitze nämlich in einem Zeppelin drin. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht rausfalle. Ach, ich sehe hier gleich schon Station. Der hält da schon. Ah, gut, okay.
Kann aber gut fliegen. So, ich springe. Na, schön. So, ich glaube, ich muss runter. Unten steht aber noch einer. Vielleicht kann ich mich an den anschleichen und vielleicht mal seine Uniform nehmen. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Bumm. So, das heißt, ich nehme seine Uniform einfach mal. F1 halten, natürlich. Was glaubt ihr denn? So. Waffen habe ich eigentlich noch genug. Ich weiß aber nur nicht, ob ich noch Munition dafür habe, weil ich habe ja diese... Okay, Terror-Schrotflinte ist gut. Gefangener Nummer 72169. Henri Durante, der Spionage für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. Der Besitz illegaler Fristempfänger ist untersagt und wird mit aller Härte des Gesetzes bestraft. Na super, wir müssen die Exekution stoppen. Gefangene Nummer 48310, Maria Ramirez. Okay, beschütze Veronique. Ja, renn weg. Renn weg, das ist gut. So, dann geht's jetzt eben... Einfach mal hier reinschießen in die Menschenmenge ist natürlich super. Nein, nein. Ich muss nach unten. Ich brauche Munition. Ah, super. Mit der wird das wohl nichts werden. Ich muss mich aber beeilen. Veronique. Veronique. Was mache ich mit Veronique, wenn sie stirbt? Oh Mann, ey. Wer baut denn sowas? Findest du dich nicht zurecht? Das ist nicht in Ordnung. Nein. Scheiße. Och Mann, Leute. Warum? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Nein, Veronique ist tot. Ach Leute, schon wieder. Oh Mann. Warum stirbt ihr auch? Warum? Wiederholen, ja, ich möchte es wiederholen. Das erste Gefangene können Nummer 72169, Henri Durante, der Spionage für schuldig befunden, zum Tode verurteilt. So. Alter. Der lebt noch. Der hat doch jetzt schon 5000. Nein, schon wieder leer, das gibt's doch nicht. Munition, Waffen, was weiß ich, irgendwas, gib mir irgendwas. Natürlich liegt hier keine Waffe drin. Ah! Merde Baguette. Lass dich fallen. So, runter mit dir jetzt. Auf. Keine Spirenzchen. Nein, die stirbt schon wieder, ey. Die stirbt uns schon wieder weg. Na super, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Veronique! Ich komm da nicht hoch. Mann, Leute. Warum komme ich da nicht durch? Ich muss doch da irgendwo durchkommen. Ich muss doch dahin die retten.
Warum ist hier zu? Wer macht hier zu? Wer ist so blöd? Och nö, Mann. Da ist du schon wieder tot. Ich glaube, das müssen wir in der neuen Folge machen. Ich habe jetzt keinen Nerv dazu. So, wir machen das in der neuen Folge. Wir haben auch schon wieder die übliche Zeit erreicht. Und sehen uns dann wieder zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.